Willkommen zu einem weiteren Video. Heute fahre ich die 96er Duke Probe. Ich bin gerade schon die 93er Probe gefahren, jetzt die 96er. Ja, die schaut schon mal anders aus. Man sitzt auch anders drauf, man sitzt noch aufrechter. Und das Display ist weiter vorne, habe ich das Gefühl. Genau, das Display ganz kurz, da läuft wieder euer Programm ab. Genau, auf dem Display hier den Drehzahlmesser, Ganganzeige, Kühlwassertemperatur, Tankanzeige, also die ist auf Reserve gerade. Dann der Kilometerstand, die Temperatur, also die Außentemperatur, das hat die 125er Duke nicht und die 93er hat es glaube ich auch nicht. Genau, Geschwindigkeit, und dann könnt ihr halt hier im Menü noch mit den Tasten rumhüpfen, da könnt ihr dann Fahrmodi einstellen, die hat die hier jetzt aber noch nicht drinnen. Genau, dann könnt ihr einen Trip sehen, und zwar Trip 1, dann halt Geschwindigkeit im Durchschnitt, dann Durchschnittsverbrauch, der liegt jetzt bei 4,5 Liter, ist jetzt nicht so viel. Ja, aber ich fahre jetzt einfach erstmal los. So. Genau, also wie gesagt, Verbrauch bei 4,5 Liter. Genau, dann zeigt euch noch die Fahrzeit und die Reichweite an. Da könnt ihr auch zwei verschiedene Trips sehen, dann allgemeine Informationen nochmal, Datum, Batteriespannung und so weiter. Genau, das war so zum Menü. Ansonsten, wie gesagt, Drehzahlmesser seht ihr ja da links. Was nicht so toll ist, ihr könnt das Motorrad nicht wirklich unter 3000 Umdrehungen fahren, weil wenn ihr da Gas gibt, da klappert und rattert es. Das ist heftig, ich kann es euch ja mal zeigen. Boah, das rattert schon ganz schön. Also eher so unter 3000, da macht es nicht Spaß. Aber wenn ihr dann so jetzt zum Beispiel wie jetzt gerade im vierten Gang seid, so bei 60 und richtig Gas gebt, dann presst es einfach nur böse raus. Und es geht schon ziemlich ab, dieser Hobel. Genau. Die 96er Duke hat einen Einzylindermotor. Deshalb vibriert das ganze Teil auch ziemlich stark. Mit 690 Kubik. Genau. Und hat 42 PS. Das schreibe ich euch aber nochmal rein, ob es wirklich 42 sind. Auch wieder wegen dem Leistungsgewicht, denn die hier wiegt leer 148 Kilo. Dann halt noch Sprit dazu, das sind meiner Meinung nach 14 Liter. Boah, das Wetter ist schon wieder richtig eklig. Ich muss mal kurz die Kamera sauber wischen, damit ihr auch was seht. Ja, das Wetter ist jetzt gerade richtig eklig. Es muss ausgerechnet jetzt regnen, wo ich Motorräderprobe fahre. Na gut, egal, so zum Fahrverhalten, macht was her, also bisher fühlt sich alles gut an, liegt schön auf der Straße, hat richtig Power, oh, das Teil drückt einfach nur, das ist so genial, oh, einfach nur krass, was die Dinger für einen Drehmoment haben, wie die von unten raus schieben. Einfach nur abartig geil. Na gut. Ansonsten gibt es eigentlich gar nicht so viel zu Duke zu sagen. Man sitzt etwas aufrechter drauf, wie bei der 93er Duke. Ja, das Display ist ein bisschen mehr gekippt nach vorne, mehr gerade. Der Lenker ist ein bisschen aufrechter. Jetzt schauen wir mal noch kurz beim Sound. Genau, da ist der Serienauspuff drauf. Aber wenn man da Gas gibt, das Teil ist ziemlich laut. Ja, jetzt düse ich aber mal zurück. Aber es wird mir gerade ehrlich gesagt ein bisschen zu nass. Ansonsten ist aber ein Top-Motorrad. So, was ich bisher festgestellt habe. Ich bin schon mal eine ältere Duke gefahren. Auch echt nicht schlecht, also eine Empfehlung wert, weil die verbrauchen wie gesagt auch nicht viel. Im ersten Gang kann man auch sehr schön Wheelies fahren, das mache ich jetzt aber mal nicht,
weil es mir zu nass ist und ich will das Teil nicht kaputt machen, weil es gehört ja nicht mir. Ja, also auch für einen A2-Führerschein echt ein Motorrad, mit dem ihr richtig Power habt. Also krasses Teil auf jeden Fall. Jetzt ist auch meine Tankreserve an. Jetzt düse ich mal zurück. So, jetzt testen wir mal noch die Beschleunigung. Im ersten gebe ich jetzt aber nicht Vollgas, weil mir sonst mein Vorderreifen abheben. Aber die geht schon böse ab, die Duke. Ja, das war's auch schon. Bis zum nächsten Mal. Ciao.